Mit etwas mehr Beruhigung und weniger Unsicherheit als vorher verließen am Donnerstagabend die Besucher eine gemeinsam von der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin und der Konrad-Adenauer-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern organisierte Veranstaltung zum Thema Wechsel im Weißen Haus. Wohin steuert die Außenwirtschaftspolitik der USA? Die überraschende Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten hatte auch bei Unternehmern in Mecklenburg-Vorpommern für Irritationen und Unsicherheit gesorgt. Diese konnten während eines Vortrages von Dr. Andrew B. Dennison vom Forschungsverbund Transatlantic Networks und einer anschließenden Podiumsdiskussion verringert werden. Als Experten hatten neben Dr. Dennison auch Daniel Schönfelder, Geschäftsführer der Allergo Natur Deutschland GmbH, und Wolfgang Waldmüller, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, auf dem Podium Platz genommen. Ich erwarte keine radikale Änderung, genau wie ich bei Barack Obama auch keine radikale Änderung erwartet habe. Es geht ein bisschen hin und her, es gibt unterschiedliche Akzente, aber die Interessen, die bleiben, die Präsidenten, die kommen und gehen. Die Amerikaner sind sensibler geworden gegenüber Leuten, die angeblich ihren Markt missbrauchen, Zugang zu diesem Markt missbrauchen. Amerikaner sind sensibler gegenüber Leuten, wo sie denken, die benutzen unser Militär als Schutzschild oder selbst dafür zu bezahlen. Und ich glaube, die Amerikaner sind auch gegenüber Kritik jetzt ein bisschen sensibler. Also wenn man Einfluss in Washington haben will, ein bisschen mehr tun, vielleicht ein bisschen weniger kritisieren. Einig waren sich die Diskussionsteilnehmer, dass der amerikanische Markt für unser Land von zunehmender Bedeutung ist. Und es wäre schön, wenn die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern noch schneller wachsen würde und man mehr Geld zur Verfügung hätte, um mehr amerikanische Produkte zu kaufen. Gegenwärtig wird für 300 Millionen Euro in die USA exportiert und für 70 Millionen Euro aus den USA importiert.